Ich bin Kane und ich werde jetzt Catnap wegbringen. Lass uns hier durch wachen. Ja, was ist denn? Ihr müsst aufpassen, dass hier niemand auf den Friedhof geht. Wir werden jetzt Catnap begraben gehen. Okay, wen sollen wir denn nicht reinlassen? Alle und auf keinen Fall Dandy und Bufflo. Warum denn? Keine YouTuber in das Grab? Nein, bloß keine YouTuber. Die filmen das hier alles. Oh, du hast recht. Alles klar, wir halten Wache hier. Alter, Bufflo, hast gesehen, da hinten ist Kane. Die beerdigen einfach Catnap. Ja, ich hab's mitbekommen und guck mal, was wir hier für ein Wetter haben. Das ist echt gruselig. Leute, was geht denn hier ab? Kane beerdigt einfach Catnap und die haben irgendwie gesagt, die wollen keinen reinlassen. Wir müssen uns das auf jeden Fall in diesem Video anschauen, Leute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. So, was macht der denn jetzt da hinten? Okay. Ich komm mal ein bisschen näher, Leute. Eieieiei. Okay, was macht der da, Leute? Ah, der ist aber verschwunden, Bufflo. Der hat sich einfach in Luft aufgelöst. Das ist doch gar nicht möglich. Anscheinend ist das schon möglich, Leute. Wir werden uns jetzt hier mal ein Holzschwert machen und diese Wachen da schnell ausschalten. Wir werden da Catnap aus dem Grab rausholen. Okay, ich mache uns jetzt richtig nice Schwerter, Bufflo. So. Dandy. Was ist denn? Ich hab eine Ausrüstung dabei. Hä, ehrlich? Zeig mal her. So, hier, bitteschön. Eine Ausrüstung. Wow. Einfach aus Eisen, Leute. Wie cool ist das denn? Und Äpfel und ein Diamantschwert. Okay, damit sollte das eigentlich kein Problem sein, oder, Bufflo? Ja, eigentlich sollte es damit kein Problem sein. Okay, Leute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schaut auf jeden Fall bis zum Schluss. Das wird mega cool jetzt. Okay, Alter, dieser Regen. Richtig heftig. Richtig düster. So, ihr Wachen. Lasst uns hier rein. Du bist doch dieser sogenannte Dandy, dieser coole YouTuber, muss ich ehrlich gestehen. Und der dahinter ist Bufflo, oder? Hä? Nein, wir sind nicht Dandy und Bufflo, wir sind keine YouTuber. Oh, stimmt, wir dürfen uns ja nicht als YouTuber ausgeben, sonst lassen wir uns nicht rein. Wir sind keine YouTuber, wir müssen, wir bringen nur Blumen zu Catnap, wir sind enge Freunde von Catnap. Dein Gesicht kommt mir sehr bekannt vor. Ich habe doch gestern ein YouTube-Video von dir gesehen, du bist YouTuber. Oh Mann, die wissen, dass wir sind. Ja, das ist ein YouTuber. Die kennen uns, Bufflo. Das sind wahrscheinlich sogar Abonnenten. Ah, dieser Blitz. Okay, wir haben keine Wahl. Wir müssen kämpfen, Bufflo. Okay, ich nehme den linken. Okay, ich nehme den rechten. So, let's go, Leute. Okay. Oh, die greifen mich an. Da war Erde gedroppt. Oha, ein Stack Erde. Und was hast du da? Eine Schaufel. Oh, perfekt. Jetzt können wir hier... Oh, was ist das hier? Jetzt können wir hier die ganzen Gräber ausgraben. In einem dieser Gräber ist Catnap drin. Bufflo, kommst du? Ich hab ein bisschen Angst. Es hört auf, jetzt zu regnen. Oh, perfekt, Leute. Der Regen hat schon ein bisschen genervt. Okay, dann würde ich sagen, mach mal das erste Grab auf. Wer ist denn da drin? Weiß ich nicht, geh rein. Autsch! Nein, die ist Huggy-Wuggy drin, Bufflo. Ich hab eigentlich... Willkommen in mein Grab. Was habe ich hier getan, Leute? Ich hätte dieses Video niemals anfangen sollen. Ja, willkommen in deinem Grab. Ich wollte eigentlich zu Catnap. Hä? Catnap? Das hier? Ja, der wurde gerade beerdigt von Kane. Oh nein, der ist hier in der Nähe? Dann werde ich dich jetzt erledigen. Warum? Was habe ich denn getan? Du hast mir erwähnt, dass Catnap hier ist. Den mag ich nicht. Okay, das heißt, wir kämpfen jetzt? Ja, ich werde dich erledigen. Okay, Leute, drück mir die Daumen, dass ich das hinkriege. Okay, let's go. Und jetzt hau ich dich hier auf die Füße. Guck mal, ich kenne die Tricks, wie man dich besiegt. Hey, du kennst gar nichts. Du hast gar keine Ahnung. Huggy, du machst gar keinen Schaden. Du bist ja richtig schwach. Ich dachte, du wärst einer der stärksten Poppy Plate. Okay, du machst doch Schaden. Sorry. Okay. Und jetzt habe ich ihn gleich, Leute. Noch ein paar Hits. Noch ein paar... Du hast mich gar nicht. Doch, habe ich wirklich. Wow. Ah. Und der Dietrich hier gedroppt, Bufflo. Aber irgendwie ist die Kiste hier einfach offen. Hä, wieso das denn? Ja, keine Ahnung. Guck mal nach. Ich gucke ja schon nach. Wow! Hier ist einfach ein Jetpack. Guck mal, ich kann jetzt wie... Guck mal, wartet, Leute, ich zeige euch das jetzt. Man sieht das zwar nicht, aber ich habe ein Jetpack an. Guck mal, warte. Oha! Und da waren einfach zwei drin. Zwei Stück? Ja, zwei Stück. Guck mal, kannst du jetzt auch einen anziehen. So, jetzt kann ich fliegen, ja, das Leute, wir haben schon... Aber das war auf jeden Fall das falsche Grab. Da wollen wir mal gucken, ob dieses Grab hier die Wahrheit enthält. Oh, ei. Okay. Ich weiß nicht, ich möchte da nicht reingehen. Orange, wer könnte da drin sein? So, hau ihn mal schnell rein. Rein mit dir! Hey,
Dandy, komm mal runter, hier ist voll der Coole. Sag, nein, warum habe ich mich jetzt darauf eingelassen? Das war voll der Fehler. Hallo. Hallo. Wie geht's euch? Blendend. Und dir? Mufflo, du musst es aber jetzt erledigen eigentlich. Es ist doch deine Aufgabe. Nein, das ist deine Aufgabe. Okay, Dog Day. Gegen wen von uns beiden willst du kämpfen? Bitte nimm Mufflo. Also, ich werde mich für beide entscheiden. Hä, so funktioniert das nicht. Es wird immer ein 1 gegen 1 gemacht. Ehrenvoll und cool. Ach, ehrenvoll? Guck mich mal an jetzt. Was denn? Leute! Er hat sich verwandelt in so einen bösen Dog-Day. Rette mich. Ich rette dich doch schon. Ich gebe mein Bestes, aber ich bin jetzt auch nicht der Krasseste im PvP. Wobei doch, ich bin eigentlich schon der Krasseste im PvP, Leute, aber... Und? Let's go. Guck mal, der hat sich verwandelt. Und ich bin stärker geworden. Ja, ich verstehe schon, alles gut. Wow! Perfekt. Okay, das müssen wir jetzt irgendwie knacken, Leute. Wir sind natürlich Knackmeister in sowas. So. Ich hab's geschafft. Wow, eine Ausrüstung. Alter. Krass, so viele Erfahrungsflaschen. Ein Buch mit Schärfe 5, ein Amboss und eine brandneue Diamantrüstung. Warte mal, das gucken wir uns jetzt nochmal genau an. Und zwar tun wir jetzt einen Amboss hier. Und jetzt können wir uns Level geben oder so. Stimmt das? Ja, aber mach mal lieber selber, weil wir können nur ein Schwert verzaubern. Warte mal, wir können... Sicher? Ja, ist doch nur ein Sharpness. Ah, ich dachte, ich wollte gerade meine Rüstung verzaubern, nicht Dummkopf. Okay, Leute, wir nennen das... Abonniert Dandy. Nice. Okay, jetzt ziehe ich mir diese Diamantrüstung an und jetzt bin ich super OP, Leute. Zieht euch das mal rein. Wisst ihr was? Was denn? Wenn ihr alle Hashtag Team Dandy schreibt, wird Dandy die Kommentare einblenden. Alle. Genau, Leute. Schreibt ein süßes Kommentar, dann blende ich euch auch im nächsten Video ein. Ich werde jetzt immer in jedem Video einen coolen Kommentar von euch einblenden. Also schön fleißig kommentieren. Okay. Jetzt gelb. Okay, Leute. Er könnte gelb sein. Ich glaube, ich sehe es schon ein bisschen. Du bist doch... Ich vergesse mal, wie der heißt. Das ist doch so ein Küken. Warum vergisst jeder meinen Namen? Weil du einfach nicht so im Hype bist, muss ich sagen. Irgendwie ist Catnap und Doc, der sind die einzigen, die halt cool sind, weißt du? Du bist halt einfach nur das fünfte Rad am Wagen. Hey, was soll das denn bedeuten? War es gerade gemein, Buffalo? Ich glaube, das war ein bisschen gemein, oder? Ja, das ist doch Kicken, Chicken oder so, wie der auch immer Chicken, heißt. Chicken, ich liebe Chicken. Chicken ist lecker, super lecker sogar. Hey, Mann, hallo, ich werde nicht gegessen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Wie, willst du jetzt kämpfen oder was? Ja, natürlich, kämpfen wir jetzt. Okay, dann zeig mal, was du drauf hast, du Chicken. Ich mag Chicken süß-sauer. So, okay. Ich mach gleich aus dir süß-sauer. Was, Schildkröten süß-sauer schmeckt überhaupt nicht. Man isst keine Schildkröten. Schildkröten sind Haustiere, die sind süß. So. Okay, noch ein... Oh, Buffalo, du guckst ja einfach nur zu. Ja, ich möchte mal gucken, weil du gesagt hast, ihr wollt einen fairen Kampf. Deswegen okay. Guck ich einfach mal von hinten Ich bin EOP jetzt. Ich habe Diamantrüstung, Leute. Wow. Okay, wir haben echt genug Dietriche, Leute. Und jetzt wird hier einfach das Schloss geknackt. Okay, so. Okay, perfekt. Was ist das denn? Oha, Buffalo, wir kriegen immer stärkere Upgrades. Das heißt, die Gegner werden auch immer stärker. Ja, die Gegner werden immer stärker. Okay, Leute, warte, ich probiere mal. So! Aua! Hey, hör auf! Buffalo, ich werde dich erledigen! Hey, was denn los? Ich flieg nach Hause. Du fliegst nach Hause? Warum denn? Wir sind jetzt zusammen in diesem Schlamassel. Ja, aber du ärgerst mich. Wir haben hier schon andere Probleme. Ja, was ist, Leute, wenn hier dieser Kane oder so wieder zurückkommt? Oh, stimmt, Leute. Jederzeit könnte Kane zurückkommen, um die Nächsten zu beerdigen. Und dann erwischt er uns hier und dann macht er mit uns. Ja. Eieiei, okay. Da müssen wir uns echt ein bisschen beeilen. Machen wir das nächste Grab auf. Da sind sogar zwei Kisten drin, Buffalo. Zwei? Für jeden eine? Ja, Leute, endlich kriegen wir mal richtige hier Upgrades. Let's go, den hole ich mir. Crafty-Korn? Warte mal, was steht hier? Darfst nur eine Truhe, wähle weise. Okay, das müssen wir... können wir deine Truhen haben, beide? Nein. Warum denn nicht? Hier steht auch Schild. Darfst nur eine Truhe nehmen, wähle weise. Ich will aber beide haben. Ja, da steht
eine Truhe. Oh, das heißt, du gibst uns zumindest eine Truhe? Ja. Okay, aber ich will beide haben. Ach, mit dir diskutiere ich nicht. Doch, gib mir beide! Hey! Autsch! Hier gibt's keine Verhandlungen. Doch, ich will mit dir verhandeln. Ich will beide Kisten. Hey, eigentlich wäre ich jetzt dran gewesen. Ah ja, dann hau ihn doch. Der hat mir schon, der macht voll viel Schaden. Warte mal, ich hab doch diese Laserpistole. So. So, und? Triffst du ihn auch? Ja, ich glaube, ich treffe ihn sogar richtig gut. Okay. Mann, bist du stark. Ja, der ist echt ziemlich stark. Oh, das war's mit dem Satz mit X. War wohl nix. Okay, Dandy, ich hab ne... Ich habe eine richtig gute Idee. Was denn? Hier sind ja zwei Truhen. Ja. Und ich nehme eine und du nimmst die andere. Ja, jetzt ist er eh nicht mehr da. Jetzt können wir machen, was wir wollen. Sturmfrei. Okay. Let's go, ich nehme die linke. Ich nehme die rechte. Oh, komm schon, bitte Glück. Ich hoffe, ich habe die bessere Kiste genommen. Bitte habe ich die gute Kiste hier. Ich glaube, ich habe die gute Kiste genommen, Leute. 100%. Nein, warum ist das so ein schweres Schloss? Warum ist das denn so ein schweres Schloss, Leute? Ich spoiler noch nicht, okay? Du hast was Gutes, ne? Was? Ich sage nichts. Wow! Ich hab was richtig, richtig Krasses. Guck mal bei mir rein. Alter, du Armer. Ich habe einfach einen Respectrite Legends Blade bekommen. Einer der stärksten Minecraft-Schwerter. Und ich habe ein Hühnerschwert bekommen. Hey, pass auf. Ja, ich bin mega OP, Leute. Ich werde immer OP, ja, immer stärker und stärker. Okay, wir haben die Hälfte der Gräber schon hinter uns, Buffalo. Aber jetzt... Welches Grab sollen wir als nächstes nehmen? Hier, das hier einfach. Warte mal, wo stand Kane nochmal? Ich glaube, da stand er nicht irgendwie hier, Leute, und dann ist er irgendwie verschwunden. Nicht, dass hier Catnap drin ist. Das könnte schon das Catnap-Grab sein. Die Farbe würde auch sogar passen, Buffalo. Oh nein, ich gehe da nicht alleine rein. Ich gehe da auch nicht alleine rein. Was machen wir denn jetzt, Buffalo? Wir gehen da zusammen rein. Okay, ich meine, wir gehen ja eh schon die ganze Zeit zusammen rein. Und daher macht das eh keinen Unterschied. So, wow! Hey, rettet mich! Warte mal, aber du sahst noch... Warte mal, als der auf dem Wagen, also als der von Kane in dem Wagen vorgefahren worden ist, sah der noch anders aus, nicht so süß? Ja, stimmt. Ja, der hat irgendwie mich verzaubert und ich verwandle mich alle paar Minuten zum bösen... Leute, was geht denn hier ab? Der ist böse! Rettet mich, bitte, ich bin noch lieb. Aber wie sollen wir denn ihn retten, Buffalo? Der ist böse. Ich will ihn eigentlich nicht hauen, er ist lieb. Müssen ihn aber irgendwie, glaube ich, erledigen. Wie viel Schaden macht denn dieses? Boah, Alter, Leute, was mache ich denn jetzt? Ich bin so voll in so einer Zwickmühle. Komm her, ich erledige euch. Hilfe. Komm schon, wir müssen irgendwas machen, Dandy. Okay, so. Leute, let's go. Wie viel Leben hat der denn? Übertrieben viel. Der ist halt super stark. Ja. Okay. Und gleich haben wir ihn erledigt. Boah, und pass auf. Danke schön. Ihr habt den Zauber aufgelöst. Ja, ich dachte, ich würde dich erledigen und du würdest nie mehr wiederkommen. Es tut mir leid. Danke schön. Jetzt könnt ihr die Truhe ruhig nehmen. Alter, du bist jetzt voll süß, voll der coole Catnip. Nice. Ja. Wir haben einfach echt Catnip retten können. Sind die anderen Gräber gefährlich noch, die letzten drei? Ich weiß es nicht, aber ich habe, glaube ich, von diesen Kane sprechen hören, dass da die Schlimmsten auf euch warten. Oh, und nicht, dass Kane wiederkommt, Leute. Buffalo, guck mal. Ich gebe dir jetzt meine Diamantrüstung und dafür kriege ich jetzt die neue Rüstung, eine der stärksten Rüstungen im Spiel. Okay, wann kommt denn Kane wieder zurück? Wie viel Zeit haben wir denn noch? Das weiß ich nicht. Verstehe. Na gut, Leute. Drei Gräber haben wir noch. Jetzt kommt... Die Farbe weiß. Okay. Ich gehe da nicht rein. Auf keinen Fall gehe ich da rein. Ich habe gesehen, wer da ist. Glück gehabt, du hast da sehr Glück gehabt gerade. Misty Light, hi. Warte mal. Die sieht ja voll nett aus. Hey, Misty Light. Hallo. Ja, ich bin da auch nett. Was habe ich eigentlich für eine Note im Vokabeltest von gestern? Oh, dein Vokabeltest, das war der schlimmste und der schlechteste deiner Handschrift. Die ist nicht leserlich. Die ist nicht leserlich? Ich habe eigentlich voll die schöne Handschrift. Was redest du denn da? Du hast wahrscheinlich den Vokabeltest von Buffalo korrigiert. Hey, nein! Doch, Buffalo, deine Schrift ist grauenhaft. Hey, naja. Hör auf, jetzt zu lügen. Misty Light, kriegen wir diese Kiste geschenkt? Das wäre mega cool. Nein, die kriegen nur 1+ mit Sternchen. Ich
bin doch ein 1+ mit Sternchen Schüler. Nein, bist du nicht. Du bist ja der nur 5. und 6. schreibt. Hä, Leute, ich bin mega gut in der Schule. Leute, seid ihr gut in der Schule? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall mega gut in der Schule. Naja, Misty Light. Ah, ich hab ihn gehauen. Irgendwas laggt jetzt hier. Ich glaube, die verwandelt sich. Ah, diese Horrorlehrerin geworden. Das gefällt mir hier nicht. Ich möchte nur einen Musterschüler haben. Ich bin nur ein Musterschüler. Okay, ich lade dich nach. Goldapfel. Okay, Buffalo, hör auf, warum rettest du mich nicht? Du bist mit ihr in einem Team oder was? Ich bin nur ein Plus mit Muster. Ja, du Streber! Musterschüler. Ich bin kein Streber! Du hast eh abgeguckt, Buffalo. Ich hab doch gesehen, wie du geschummelt hast beim Test. Ach Quatsch, ich schummel niemals. Doch, du schummelst. Let's go, Leute. So, Buffalo, ich weiß nicht, sind wir überhaupt noch Freunde, du Verräter? Ja, natürlich, wir sind beste Freunde. Okay, Missy Light, aber sieht so aus, als würdest du heute den Kürzeren ziehen. Deswegen noch ein... Oh, wir haben es einfach geschafft, Leute. Oha. Ist hier gerade ein Blitz eingeschrallt? Ich weiß nicht. Nee, ist doch klarer Himmel. Hast du das nicht gehört? Ja, ein bisschen, doch schon. Naja, auf jeden Fall, jetzt können wir endlich mal gucken, was so Lehrerinnen immer mitnehmen, Leute. Wahrscheinlich ist das etwas, was nur im Lehrerzimmer ist. Buffalo, warst du schon mal im Lehrerzimmer? Ich glaube schon einmal. Ich glaube, ich war auch einmal im Lehrerzimmer. Das ist der geheimste Ort überhaupt. Oha. Oha. Warte mal. Was ist das denn? Ein Stab? Warte mal, was kann ich damit machen? Hä? Ich hab mich teleportiert. Warte mal. Komm mal nochmal zurück. Wenn ich dich damit treffe, teleportierst du dich dann wie so ein Enderman oder wie? Mach mal. Ja, ja? Ich hab dich wegteleportiert. Wo bist du? Hilfe, Buffalo, lass mich nicht allein, lass mich nicht allein! Kann ich mich selber nicht teleportieren? Moment. Ich bin irgendwo mitten im Nirgendwo. Okay, versuch nur mal zu mir. Oh, Leute, ich bin jetzt komplett allein, aber der Stab ist echt krass. Oh nein, das nächste Grab hat meine Farbe, Buffalo. Ich hab Angst. Dann, das heißt, das ist auch dein Grab. Na, hör auf, sag sowas doch nicht. Ich hab noch ein schönes Leben vor mir. Hä, das ist leer. Das ist leer. Doch, nein, hier ist jemand drin. Guck mal. Ach, hier ist, wie heißt der denn nochmal? Ich will nicht wissen, wie der heißt. Der sieht auf jeden Fall gruselig aus. Wie heißt du? Hallo? Hast du einen Namen? Du hast die gleiche Skinfarbe wie ich. Ja, ich hab einen Namen. Wieso, kennst du den nicht? Nee. Ich bin Hobby Hopscotch. Hobby Hopscotch. Oha. Aber ich muss sagen, dein Grünton gefällt mir nicht so. Meiner ist viel cooler. Hä? Wir sind beide grün. Eigentlich sollten wir Freunde sein und zusammen Buffalo erledigen. Stimmt eigentlich, Buffalo. Wir könnten hallo. Jetzt mal ganz ruhig hier. Warum? Er ist grün. Du bist blau. Er ist viel, passt viel mehr zu mir. Aber dann teilst du ja mit ihm eine Farbe. Ist das nicht ein bisschen so... Ja, er ist ein Konkurrent. Sein Grün ist ja eh nicht so nice wie mein Grün. Mein Grün ist viel cooler, oder? Du weißt schon, dass ich hier stehe und ganz Zeit zuhören kann? Ja, ich weiß. Was soll das denn jetzt heißen? Bist du jetzt böse auf mich? Ja, natürlich. Tja, wenn du böse auf mich bist, dann will ich mit dir auch nicht mehr befreundet sein. So schnell endet eine Freundschaft. Okay, okay. So, natürlich. Du wolltest nicht eingestehen, dass mein Grün cooler ist. Freunde gönnen sich untereinander immer Sachen, aber du bist kein richtiger Freund. So, Leute, let's go. Dann wollen wir mal noch... Du bist kein richtiger Freund. Du hast mich direkt wieder fallen gelassen. Das stimmt doch gar nicht. Ich habe nur gefragt, ob du böse bist und du warst böse auf mich. Du hast angefangen und nicht ich. Das hast du nun davon. Leute. Okay. Wir müssten wieder hier unsere Dietrich-Künste irgendwie... Ja, Buffalo, chill doch mal, du Hyperaktiver. Mach doch jetzt endlich auf. Ja, entspann dich. Die Schlösser hier sind echt nicht einfach. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Ich vergesse mal die Reihenfolge. Okay, ich habe es geknackt. Wow, warte mal, was ist das denn? Ein Auto? Ist das ein Lambo? Glaube ich schon. Ich weiß jetzt nicht, was es ist. Wow! Das ist eine G-Klasse! Oha, eine G-Klasse, Leute. Das ist doch meine. Ey, Buffalo, bitte, ich will auch eine G-Klasse haben. Ja, warte, ich platziere den mal hier draußen. Ein Mercedes einfach, Leute. Was ist eure Lieblingsautomarke? Schreibt es mir in die Kommentare. Tschüss, ich fahre nach Hause. Buffalo, weißt du eigentlich, dass ich einen Mercedes fahre im Real Life? Warte mal, seit wann tagträumst du? Oh, gönn doch.
Meine Güte, Leute. Er gönnt einfach nicht. Okay, letztes Grabfinale. Oh. Okay, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, Leute, schreibt in die Kommentare Team Dandy, dann seid ihr eh die coolsten und gehört zur besten Schildkröten-Community überhaupt. Okay, Buffalo, es ist soweit. Das letzte. Ist das letzte. Dunkel, also es ist braun, ne? Ja. So eine Art braun, auf jeden Fall. Rein da! Wah! Nein! Oh, Leute, nein! Nightmare-Catnap! Willkommen! So, ich bin hier der Stärkste. Ich habe so viel Leben. Und die eine, das Ding ist, wenn ich sterbe, wird einer von euch mitsterben. Warum das denn? Tja, weil ich viel zu stark bin. Oh, Flo, meinst du, einer von uns wird draufgehen heute? Ja, aber was machen wir denn? Ich will ihn nicht erledigen, wird er die Stadt angreifen. Ich will nicht draufgehen, Leute. Ich wollte noch Videos weiter für euch machen. Ja, was machen wir? Wir wissen ja nicht wer. Das ist einfach Zufall. Okay, Leute, einer von uns... Was? Ein Diamantschloss? Das kriegt mir doch niemals auf, Buffalo. Wir sind erledigt. Was ist hier in der Truhe drinne? Ja, da ist ein besonderer Trank drinne. Ein besonderer Trank, Buffalo. Wir müssen gegen ihn kämpfen irgendwie. Ja, stimmt. Also, egal was passiert, wir probieren den anderen wiederzuholen, okay? Okay, Buffalo, wollen wir nicht draußen kämpfen? Hier ist doch viel zu eng. Du bist doch viel zu groß. Okay, hier haben wir viel mehr Platz, um dich zu erledigen. Vielleicht... können wir beide überleben, Buffalo. Okay, let's go! Zeig, was du drauf hast! Es gibt keine Möglichkeit zu überleben. Es gibt keine Möglichkeit, doch, es gibt immer eine Möglichkeit zu überleben. Okay. Oh, wir müssen echt eine Lösung finden danach. Okay, Leute. Ah! Nein! Der macht auch sehr viel Schaden. Oh! Leute! Moment. Okay. Ah, der macht viel zu viel Schaden. Ich muss einen goldenen Apfel essen, Leute. Drückt mir die Daumen. Drückt mir bitte die Daumen. Bitte, 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 bitte. Ich habe halt leider nur ein Schwert. Ja, aber ich meine, macht ja eh keinen Unterschied, wer von uns beiden das Schwert hat. Also, wir müssen ja eh zusammen kämpfen. Okay, Leute, ich benutze jetzt diese Laserpistole. Sorry? Ja, mach mal die Laser. Du, hoffentlich ist, ich glaube, die ist stärker. Okay, 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 let's go. Alter, ist er stark. Der ist ja unbesiegbar. Okay. Ich spam jetzt einfach rein. Egal. Irgendwann muss er doch drauf gehen. Der kann doch nicht so stark sein. Das kann doch nicht sein. Und Kane, glaube ich, nicht. Ich habe richtig viel Leben. Oh nein. Komm schon, komm schon, komm. Alter, geh doch drauf. Komm schon. Der ist ja unbesiegbar. Soll ich mit dem Schwert jetzt? Oh ja, mach mit dem Schwert weiter. Ich glaube, das Schwert macht richtig viel Schaden. Ja, das Schwert macht viel mehr Schaden. Oh, wie viele Herzen der verliert. Ja! Buffalo, nein! Warte mal, kann doch nicht sein, Buffalo ist draufgegangen. Der hatte recht. Wenn man ihn erledigt, geht einer drauf. Okay, vielleicht ist in der Kiste etwas, was mir helfen kann, Leute. Ich muss auf jeden Fall dieses Schloss hier irgendwo knacken. Let's go, schnell, 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 schnell. Okay, ich hab's geknackt. Ein Wiederbelebungstrank, Leute. Schnell auf Buffalo werfen. Buffalo, komm zurück! Wo ist er? Buffalo! Hä? Wo bin ich? Ja, wir haben Buffalo gerettet, Leute. Das war's mit dem Video. Checkt das nächste Video in der Mitte auf. Einfach draufklicken, Leute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.